Irgendwas Interessantes hier in der Nähe. Die Aktionstaste, genau. Ja, hier muss ich wohl runter. Und dann. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach ihn fertig! Auf den Boden, Vater! Blöde Sache. Bring mich nicht um. So, jetzt erstmal nachladen. Okay. Da oben ist noch einer. Der kennt ja mich nicht. Da war er. Bitte leben. Nein, bitte verschon mich. Bitte verschon mich. Da ist einer. Bitte leben. Lass mich bitte leben. Plan und dann kannst du weitergehen. Okay, dann jetzt nochmal bei den anderen gucken. Ich hab Frau und Kinder. Du hast nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die Munition noch brauche. Lass mich bitte leben! Verschone mich! Oh Mann. Lass mich bitte leben! Puh, nur noch 16 Leben. Ich hab Frauen und Kinder! Okay, das lief nicht ganz so wie geplant. Na, ja, Aktionstaste. So, jetzt wieder die Filmfrequenz, die ich nicht gucken brauche. Sehr schön. Die zwei hätte ich schon mal. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Mal sehen, ob die hier reinkommen. Glaub aber nicht. Oh, cool. Schönes Versteck. Wow, verflucht. So, habe ich den jetzt da oben erwischt? Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, aber jetzt... Nein, da ist Blut. Das, ich dürfte ihn erwischt haben. Autsch. Was soll das denn jetzt? Habe ich ihn jetzt getroffen? Nehme ich doch mal an. Dürfen also nicht mehr... Ja, jetzt, ja gut, sind ja schon die neuen Leute da. Verschone mich!
Boah, okay. Wo ist der mit der Schrotflinte? Oha. Okay. Das Versteck da hinten ist schon mal gut. Das werde ich dann also auch benutzen. So. So. Schießwütigen Bogen erwischen. Noch den Freund da. Im Schlapphut. Und oben den. An der Orgel. So, das war's dann mit der Seite. Aha. Das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Da kommen sie. Die Jungs mit den schweren Waffen. Okay, jetzt habe ich zwei von denen. Okay, da ist noch einer. Er hat gerade einen Purzelbaum gemacht. Aber immerhin kommen sie jetzt nicht zu mir. Oh. Oh, ich bin es nur. Mein Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um, so eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Vielleicht hilft das hier? Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Und damit wäre dann das Kapitel Kirche abgeschlossen. Und ja, mal sehen, was jetzt ist. Mann, lädt der lange. Ja, Spiel gespeichert. Und das heißt für mich, für heute ist Schluss. Mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.